Alright, Freunde, wir möchten uns heute nochmal äußern hier zu etwas. Das ist kein so richtig schöner Anlass. Es gab ein Video, der NDR hat so einen YouTube-Kanal, der heißt NDR auf dem Land. Und da hat der NDR ein Video online gestellt. Sie waren auch hier und haben gedreht. Sie sind halt erst hier gewesen und sind danach zum Landrat gefahren. Prinzipiell finde ich es total cool und wichtig, dass die andere Seite irgendwo dargestellt wird. Ne? Aber was darüber gekommen ist von unserem Landrat Tino Schumann, das bedarf einfach, finde ich, mal eine Einordnung von uns. Weil man kann mir vieles vorwerfen. Man kann mir zum Beispiel vorwerfen, dass ich mich das ein oder andere Mal Richtung Amt im Ton vergriffen habe. Das stimmt auch. Ich habe auch wenig zu meiner Verteidigung anderes zu sagen, außer es geht halt um meine Existenz und nicht um seine oder um deren. Aber ich habe nie Halbwahrheiten verbreitet. Ich habe im Gegenteil eigentlich immer mehr Kontext vielleicht gebracht, als euch oder dem Amt lieb gewesen ist. Und ich habe schon gar nicht gelogen. Das, was hier aber sozusagen rübergebracht wird, das ist einfach, das grenzt an eine, vielleicht eine unbewusste, aber vielleicht auch eine bewusste Falschdarstellung. Und das würden wir gerne einordnen heute. Weil wenn der Landrat sozusagen mir unterstellt, ich hätte nicht keinen Willen, diese Situation hier zu bereinigen. Und ich wäre doch ein dickköpfiges Kind irgendwie oder würde mich so verhalten. Zum einen ist, weiß ich nicht, jetzt, dass ich ein Kind sein soll, ist jetzt für mich keine großartige Beleidigung. Aber er möchte ja sozusagen damit eigentlich beleidigen. Aber er beleidigt halt nicht nur mich, weil ich bin ja im Grunde genommen hier, ich bin halt hier Unternehmer. Ich produziere hier Wolltextilien. Er spricht ja diesen Willen und die Kompetenz auf eine, finde ich, sehr unangenehme Art und Weise all jenen ab, die irgendwie mit mir an diesem Projekt hier zusammenarbeiten, also an dieser Immobilie. Und das ist nicht nur Heinz, unser Bauingenieur, sondern da ist auch dabei, das sind auch unsere Statiker. Ne? Verschiedenste, wie viele? Glaube ich, drei Statiker haben wir auch hier gehabt. Ne? Und auch unseren Anwalt, den Herrn, der sich ja auch bemüht in unserer Sache irgendwie, nicht wahr? Also wenn man aus all dem, was wir tun und versuchen, keinen Willen, dieses Problem zu lösen, herauslesen kann, dann ist das eine Beleidigung für die Arbeit all dieser Leute. Und nicht so sehr meiner, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen wollen wir gerne heute mal auf dieses Video reagieren und das ein bisschen einordnen. Wenn man das Video so liest oder so sieht, dann kann ich verstehen, dass der ein oder andere sagt, der Marco, der soll mal sein Maul halten, der ist doch selber schuld. Okay? Also das kann man aus diesem Video so heraus sehen. Und das ist maximal unterkomplex dargestellt. Also ich habe echt, als ich das gesehen habe, die Nacht schlecht geschlafen, weil ich mich... Ja, weil mich das persönlich einfach natürlich angeht. Da habe ich gesagt, okay, dann finden wir eine Übergangslösung. Dann baue ich erstmal hier ein Treppengerüst, dass ich auch schnell wieder deinstallieren kann und so. Und dann haben sie gesagt, ja, mach mal. Das sagen sie immer, ja, mach mal. Dann haben wir das gemacht und dann haben sie gesagt, nee, so wollen wir das aber nicht und so wollen wir es nicht haben. Dann musste ich es wieder umbauen, zahle ich ja jedes Mal. Ne? Und wir haben das jetzt, glaube ich, dreimal umgebaut, ne? Das Gerüst. Wir haben auf die Nachforderungen des Statikprüfbüros, der Landkreis hat uns ja mit dem Gerüst auf das Statikprüfbüro verwiesen, dass wir im Prinzip eine Abnahme durch das Prüfbüro erwirken sollen. Und da gab es zweimal Anpassungs, da mussten ein paar Unterlagen nachgeliefert werden. Wir haben auch noch ein bisschen was geändert. Es durften keine Stufen im Austritt sein und es musste angefüllt sein. Es mussten ein paar Streben nochmal umgerüstet werden. Das haben wir alles erledigt. Ja. Dieses Außengerüst ist so gekommen, dass wir gesagt haben, okay, die Landesbauordnung sieht vor, dass man durch anleiterbare Fenster den zweiten Rettungsweg darstellen kann. Nicht wahr? Dann hat aber der Chef der Kommunalaufsicht gesagt, ja, es ist zwar meine Aufgabe, eigentlich eine funktionierende Feuerwehr in ihrem Bereich vorrätig zu halten, habe ich aber nicht. Und deswegen erlege ich Ihnen die Pflicht jetzt auf, die ich nicht erfüllen kann. Baut gefälligst eine Treppe außen. Wortwörtlich hat er gesagt, ja, Herr Schill, Sie wissen ja, wie das ist, Gesetz und Zweckmäßigkeit. Der Chef der Kommunalaufsicht hat das gesagt. Ja, ja. Ne? Ich darf das nicht mal denken, Gesetz und Zweckmäßigkeit. Nicht? Und er kommt mir sozusagen mit Auflagen. Ja, der Brandschutzbedarfsplan der Feuerwehr Züsow gibt einfach die gesetzlichen Vorschriften nicht her für das Anleitern an den Fenstern. Aber du hast das ja auch, aber nicht ich zu vertreten. Ne, ja, okay, das ist eine Betrachtungsweise. Oder sagen wir mal so, vielleicht gibt es hier sogar sozusagen irgendwie so ein Streitfall irgendwo. Ne? Und weil es diesen Streitfall gibt und weil die Mühlen der Justiz langsam mahlen, haben wir angeboten, als Zwischenlösung, bis wir diesen Streit beigelegt haben, eine Gerüstbautreppe zu installieren, ne? Die man leicht installieren und wieder deinstallieren kann, im Grunde genommen. Die aber auch 2 Jahre stehen kann. Die aber auch 2 Jahre stehen kann, genau.
Ne? So ist es überhaupt dazu gekommen, zu dieser Treppe hier irgendwie. Man sieht also, wir haben, das ist unser Vorschlag, nicht wahr? Wir versuchen hier durchaus, ne, die Mängel, in Anführungsstrichen, die Sie hier sehen, irgendwie anzugreifen, also zu lösen. Okay? Und jetzt kommt das Statement vom Landrat gleich dazu. Die Energie, die er verwendet, um sich darzustellen, um sein Unternehmen darzustellen und sich als Sündenbock des Staates darzustellen, damit muss er einfach aufhören. Er muss einfach machen, die Dinge, die wir ihm wo wir ihn aufgefordert haben, das abzustellen, uns da Nachweise zu bringen, das muss er liefern und dann kann er einfach loslegen. Also das klingt also so, als gäbe es eine Liste, die wir abzuarbeiten hätten, die vielleicht sogar auch schon ein Dreivierteljahr alt ist, seit die Nutzungsuntersagung hier angedroht wurde. Ja? Als wenn es seitdem eine Liste gäbe, die abzuarbeiten ist und wir täten das nicht. Das ist sozusagen ja der Sprech des Landrates hier. So kommt das rüber. Und das ist einfach eine derartig unterkomplexe Darstellung. Nein, die ist einfach falsch, diese Darstellung. Nicht wahr, Heinz? Ja, wir haben seit es diese Liste, diese Gespräche gab es ja auch hier vor Ort. Und seitdem die Liste existiert, der Mängel, die abzuarbeiten sind, sind ja Beispiel Interimstreppe, Rauchabzugsfenster in der Treppe, Trockenbauarbeiten im Treppenhaus abgeschlossen. Ja, den Fahrzugschacht. Schachtschlussarbeiten. Ne? Und wir haben diese Nachweise erbracht und legen die immer dem Prüfbüro vor und bekommen dann im Zweifel neue Nachforderungen. Und dieser Prozess, der ist die gesamte Zeit in Gang. Also seit dem 1.8., wo der letzte Kontakt zwischen Landkreis und uns und dem Herrn beispielsweise war, haben wir hier bestimmt noch mal wieder 5 bis 10 postalische Nachweise ja. und Vorlagen absolviert. Da kann man jetzt nicht Untätigkeit sagen. Also es geht ja weiter, ne? Ich habe bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass Marco will. Er ist bis jetzt immer noch das bockige Kind, dass ich das nicht abstellen will. Und er muss einfach seine Verantwortung wahrnehmen, die er hat. Er ist Unternehmer, er ist ein erwachsener Mann, will Unternehmen leiten und führen, wie ganz viele auch. Und wir brauchen gerade in diesen Zeiten, wir merken es ja, wie die Wirtschaft abschmiert, junge Unternehmen, die auch noch Schlagkraft haben, die gute Ideen haben. Und er gehört dazu. Trotzdem hat er sich auch an Regeln zu halten. Und das sind die Grundregeln, Statik und Brandschutz. Und wenn er die eingehalten hat, kann er loslegen. Also erstmal zwei Sachen. Ne? Wie gesagt, das ist wieder dieses mit dem Willen. Ne? Also wir haben jetzt hier schon 25.000 Euro Zwangsgelder gezahlt. Ne? Wir sind hier in so einer Illegalitätssituation. Hier kann jeden Tag einer kommen, sage ich mal, und dann zahlen wir nochmal 25.000. Ne? Wir müssen uns hier irgendwie quasi deswegen müssen wir hier irgendwelche Türen zuschließen und so weiter und so fort, damit das irgendwie nicht unkontrolliert passiert und so weiter und so. Also wir wollen ja auch weiter investieren hier, nicht wahr? Da gibt's noch eine Scheune, wir wollen weiterarbeiten. Ich wäre gerne so eng mit dem Landkreis, verstehst du? Ich würde gerne, dass da kein Blatt mehr dazwischen passt. Ich habe das Gefühl, ich mag hier nicht mehr investieren, hier nicht mehr weiterarbeiten im Grunde genommen, auf Grundlage dieser Situation. Und dann halt immer sozusagen diese Darstellung, als gäbe es diese Liste. Es eigentlich sind sich alle klar darüber, dass das, was jetzt hier noch im Raum steht, sind Ermessensspielräume. Und alle, die damit zu tun haben, ob das Statiker sind hier, die hier sozusagen die Treppe gezeichnet haben, ob das Gerüstbauer sind, die auch Gerüste oder Stahl hier, Stahlbau, die Stahl aufstellen und so weiter und so fort, alle sagen, in anderen Landkreisen haben wir diese Probleme nicht. Also das heißt ja, dass es sozusagen, es gibt zwar die gesetzliche Grundlage, uns das Leben hier zur Hölle zu machen, es gäbe aber auch die gesetzliche Grundlage auf der anderen Seite zu sagen, okay, nicht wahr? Also es ist ein Ermessensspielraum und wir benutzen den in diese oder in jene Richtung. Ja, also im Prinzip sind ja die offenen Punkte, die noch, wo es Divergenzen zwischen den Nachweiserstellern und dem Statikprüfbüro gibt. Diese Divergenzen lassen sich nur schwer ausräumen. Deswegen dauert das auch so lange. Es gibt also eine Konstruktion am Dach, ne? Die kann ich nicht einfach umbauen. Wie soll ich? Da müsste ich das Dach wieder runternehmen und eine andere Dachkonstruktion irgendwie bauen, okay? Die ist jetzt da drin verbaut. Die ist schon in zig anderen Hallen und Projekten verbaut worden, okay? Und wir haben uns, bevor das gebaut wurde hier, oder wir haben einen Statiker beauftragt, der hat den Stahl nachgerechnet und hat etwas konstruiert, nicht wahr? Mhm. Und dann hat die Firma
die den Stahl hier aufgestellt hat, hat gesagt, ach, wisst ihr was, wir haben hier eine geile Lösung irgendwie, das haben wir schon zigmal verbaut, gab nie ein Problem, wollen wir das nicht auch bei euch verbauen? Und dann haben die das gemacht und haben das hier auch eingebaut, nicht wahr? So, und seitdem gibt es jetzt sozusagen da Probleme. In anderen Landkreisen nie aufgepoppt, nie ein Problem. Hier ist es jetzt auf einmal ein Problem. Da darf ich doch die Vermutung äußern, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Wie sollte ich denn meinen Willen unter Beweis stellen, diese Situation zu ändern? Soll ich das Dach abdecken? Was stellt er sich denn vor, der Meisterlandrat? Also warum stellt es bei dir eine Problematik dar und in anderen Landkreisen nicht? Weil bei uns jede Kann-Bestimmung zu einer Muss-Bestimmung wird. Weil es einen Ermessensspielraum gibt. Und der wird bei uns aufs letzte, kleinste Haar ausgewrungen. Nicht wahr? Naja, insbesondere in der Prüfstatik, aber im Brandschutz auch. Das Prüfstatikbüro sagt eben, sie möchten einen Nachweis haben und das, was als Nachweis vorgelegt wurde, reicht nicht. Aber es wurden das wurde aber ja schon 3-4 Mal nachgereicht. Der hat ja schon ein paar Mal wieder, sie hat wieder was gefordert, die Firma hat nachgeliefert. Ja, ja. Sie haben wieder was gefordert, die Firma hat nachgeliefert. Wieso habt ihr euch das nicht im Vorfeld einmal abnehmen lassen? Das kommt ja in dem Video auch zur Sprache, dass man eigentlich eine Konstruktion vorwählt, zum Beispiel bei der Treppe, Betontreppe, und jetzt ist es eine Stahltreppe geworden. Das muss man eben jetzt auch dazu sagen, mit der Vorlage der Statik, der geänderten Statik durch die Firma ist mir als Planer natürlich bewusst gewesen, okay, die weichen von der ursprünglichen Statik, die als Genehmigungsstatik geprüft wurde, ab. Und wir haben dann dieses Bündel neue Statik auch an den Prüfstatiker geliefert. Und dann hat auch das Büro sofort gesagt, Moment, da ist ein System verbaut worden, das war nicht Bestandteil der Ursprungsstatik. Wir bitten da, Nachweise vorzulegen. Das haben wir dann weitergegeben an die Firma. Die Firma hat uns ihrerseits wieder über den Zulieferer, das ist ja auch wieder noch ein Subunternehmer, dann die Nachweise geliefert. Und diese Nachweise haben wir zur Prüfung vorgelegt. Und das ist Anfang des Jahres schon gewesen. Nicht Anfang dieses Jahres, Anfang des vorherigen Jahres. Also während wir hier das Bauvorhaben realisiert haben. Und seitdem ist dieser Punkt offen. Und seitdem versuchen wir, die Firma und die Firma dazu zu bewegen, Nachweise vorzulegen. Das tun sie auch immer wieder. Ich kann die Nachweise nicht liefern, weil ich solche Systeme nicht berechne. Also das muss man einfach so sagen, es ist eine Entscheidung gewesen, aufgrund, wie Marco das gerade beschrieben hat, aufgrund der Erfahrungen mit anderen Bauvorhaben. Und dass das jetzt hier so zum Zankapfel wird, damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Sonst hätte ich ja gesagt, hört mal zu, das könnt ihr nicht machen, da müssen wir erst eine Prüffreigabe haben dafür. Aber da bin ich dann eben auch immer so jemand, der sagt, das werden wir schon nachweisen können. Und Marco hat ja ein Ziel. Er konnte damals nicht länger warten, auf Entscheidungen zu warten. Er musste handeln, um seinen Bezugstermin und seine Lieferanten oder seine Bestellversprechen zu halten und so weiter. Das ist ja auch immer für ihn gleich eine Existenzfrage und ein Vorankommen in seinem Unternehmen. Und da kann ich dann nicht sagen, nee, weißt du was, Marco, das können wir jetzt nicht machen. Wir gehen da keinerlei Risiko ein. Dann würden wir heute hier noch nicht produzieren, habe ich den Eindruck. Richtig, das ist auch so. Also dann wäre ich auch schon pleite. Das muss ich dazu sagen. Dann gäbe es die Firma sowieso gar nicht. Also wenn ich sozusagen komplett darauf immer gewartet hätte, dann wäre hier nichts geworden. Und da müssen wir uns vielleicht irgendwie fragen, und das müssen wir sich auch als Gesellschaft mal diese Frage stellen, ob das ein Zustand ist, den wir weiter ertragen wollen. Nicht wahr? Wir hatten keinerlei Veranlassung davon auszugehen, dass dieses Schlaudern-System nicht abgenommen wird. Weil es, wie gesagt, in vielen, vielen, in zig anderen Bauvorhaben in ganz Deutschland schon zum Einsatz gekommen ist, und es gibt nirgendwo da irgendwo eine Nachforderung, nicht wahr? Leider gibt es keinen Vergleich, wie sagt es gibt keinen Vergleich in der Ungerechtigkeit oder irgendwie so, oder wie sagt er, im Unrecht, keinen Vergleich im Unrecht. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Oder keine Gleichheit im Unrecht. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, bei denen ist es auch in Ordnung, im Landkreis Schleswig-Holstein zum Beispiel, nicht wahr? Deswegen muss das hier jetzt auch in Ordnung sein. Ne? Diese Möglichkeit gibt es rechtlich leider nicht. Im Gewerbegebiet, da wäre das natürlich anders. Ne? Da haben wir eine andere, da haben wir dann eine Berufsfeuerwehr und keine Freiwillige. Verstehst du? Ich bin selbst in der Feuerwehr, weiß das, was es bedeutet, Hilfsfristen einzuhalten, Menschen zu retten. Und er sollte, glaube ich, mehr Energie daran verwenden, das abzustellen, als in seinen Videos, die ihm ja natürlich auch Marketing bringen. Das sagt er ja selbst von sich. Aber es kann doch nicht in seinen Willen sein, dass er so viel Zeit, Geld investiert und nicht vorankommt. Ja, also irgendwie
widerspricht er sich hier selber oder was? Ne? Also er sagt, also auf der einen Seite unterstellt er mir, dass ich sozusagen hier aus dieser ganzen Situation einen Marketing-Gag machen würde und dass ich irgendwie hier Reichweite generieren würde dadurch. Ne? Und dadurch kann, da kann ich immer nur wieder darauf antworten, es stimmt, dass sozusagen, dass diese Videos irgendwie mehr Klicks haben, aber die sind für uns viel weniger wert, als wenn wir ein Video über Wolle, über Schafe, über Produkte, über die ganz vielen tollen Eigenschaften von Schurwolle, über den deutschen Wollmarkt und so weiter und so fort. Wenn wir darüber ein Video machen und es hat 30.000 Klicks, dann ist das für uns mindestens so viel wert wie ein Video über Behördenkacke mit 500.000 Klicks, weil das sind gar nicht unsere Kunden. Wir müssen das aber erzählen, damit diese ganze Scheiße irgendwie in diesen öffentlichen Diskurs kommt, weil es geht extrem vielen Leuten so wie uns. Aber es geht leider nicht genug Leuten so wie uns, so dass eine so breite Masse aufmerksam würde auf dieses Problem, dass sich etwas ändern könnte. Okay? Deswegen müssen wir das immer wieder kommunizieren, müssen darauf aufmerksam machen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, langfristig etwas daran zu ändern. Nicht wahr, Heinz? Naja, und im speziellen Fall ist es doch so, er ist selber Feuerwehrmitglied oder und kennt sich da aus. Die Interimstreppe ist ja installiert. Ja. Und die Interimstreppe funktioniert. Ja. Und der Rauchabzug ist gebaut. Und die genau. Und unser Wehrführer, ne, der ist hier gewesen und hat gesagt, das ist der Wehrführer aus der Feuerwehr Züso. Der ist hier gewesen und hat gesagt, dieses Fenster hier, das du installiert hast, das man mit dem Seil hier öffnet, das ist geiler als so eine elektrische Meldeanlage, wo ich oft den Knopf nicht finde. Ich komme hier rein in einer Paniksituation und gehe Richtung Fenster und muss oft erstmal gucken, wo ist jetzt eigentlich hier in so einer verrauchten Situation, wo ist jetzt eigentlich der Knopf? Da ist dieses Seil hier praktischer, hat er zu mir gesagt. War der Tino Schaumann schon mal hier? Ja, klar. Der ist letztes Jahr, 2023, ist er im Juli hier gewesen, hat hier ein blaues Band durchgeschnitten, hat mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, geile Halle, Alter, so eine Unternehmer brauchen wir mehr, hat hier Bier gesoffen mit mir, alles schickimicki. Alles wunderbar. Da war alles gut und alles schön. Na? Ja, ich wollte heute mal persönlich vorbeikommen. Okay. Erstmal, weil ich noch nicht hier war. Ja, das ist korrekt, ja, korrekt. Und das Zweite ist, weil ich was mitgebracht habe. Okay. Ich habe jetzt hier die Baugenehmigung dabei. Da steht es sogar! Es steht sogar drauf. Es steht sogar schwarz auf weiß, hier steht es. Da steht es. Hast du das? Ich komme ja nicht bei jeder Baugenehmigung persönlich, aber ich wollte jetzt heute hierher kommen, weil Startup, Außenbereich, junges Unternehmen und baut eben nicht in der Stadt im Gewerbegebiet. Und das war mir auch wichtig, dass in Teplitz hier fernab von vielem, dass wir hier jetzt hier loslegen können. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, super. Los, komm. Und wir hatten sozusagen eigentlich zusätzlich jetzt dazu, dass wir hier irgendwie uns dadurch gekannt haben, nicht? Er war mir auch ein sympathischer Typ. Ich habe das eigentlich, das war alles okay. Und ich habe auch nie irgendwas Schlechtes über Landrat gesagt. Da kann man jetzt hier suchen im Internet, da findet man nichts. Und jetzt bezeichnet er mich hier irgendwie so als dickköpfiges Kind. Also das ist schon echt für mich auch persönlich irgendwie eine Enttäuschung, muss ich schon so sagen. Regelmäßig habe ich ihn gebeten, komm doch vorbei, wir trinken ein Bier, wir kriegen die Kuh schon vom Eis. Der letzte Versuch war über Frau vom Unternehmerverband. Das ist die Präsidentin vom Unternehmerverband. Die hat versucht, ein Treffen zu organisieren zwischen mir und ihm. Kurz, ich glaube 2 Tage vorher oder so, hat er dieses Treffen abgesagt. Das wäre jetzt gewesen im Ende September wäre das gewesen. Aber da hätte man sich mal sprechen können. Dann gab es einen Termin in Grevesmühlen, wo wir eingeladen waren, wo der Landrat dabei sein sollte. Ne? Da warst du dabei, da war dabei. Ne? Mhm. Und ohne Kommentar war der Landrat aber nicht dabei, sondern halt Sachbearbeiter und Stellvertreter oder irgendwie sowas. Und er hat übrigens auch meine Nummer blockiert. Meine Handynummer. Also wenn er so einen wahnsinnigen Gesprächsbedarf hätte mit mir, ne, dann könnte er mich anrufen jederzeit. Er hat meine Handynummer. Ich habe die auch nicht geändert oder ihn blockiert. Er hat meine Nummer blockiert. So rum wird ein Schuh draus. Also er ist jederzeit hier willkommen. Auch ohne jetzt diese Kacke hier. Ne? Wenn er hier einkaufen will oder so, schicke ich ihn auch nicht raus. Oder wenn er mit mir ein Bier trinken möchte einfach oder so, dann werde ich ihn auch nicht abweisen. Ne? Man muss ja nicht immer Bier trinken, man kann ja auch Wasser trinken.
oder so. Irgendwie dazu sagen. Was ich sagen wollte, ist eben, dass ich denke, dass er schon mit seinen Verwaltungsangestellten spricht, ja, bevor er solche das Video hier dreht. Und denen treten wir halt auf den Schlips. Und die werden ihm das halt auf einer rein rechtlichen Ebene mitteilen. Und es gibt eben noch offene Punkte und so. Aber ich habe das auch schon häufiger gesagt. Das hat ja auch der Rechtsanwalt Herr zum Ausdruck gebracht, dass es aus unserer Sicht jetzt eigentlich kein Grund mehr gibt, die Nutzungsuntersagung. Es gibt halt keine Gefahr für Leib und Leben, das ist Bullshit, das wissen alle Beteiligten. Und das muss man jetzt, glaube ich, irgendwie neutralisieren. Es ist ja einmal hatten wir, steht noch eine Genehmigung aus für diese Änderungen, was den Brandschutz angeht und so weiter. Diese Genehmigung kann man ja jetzt noch nicht richtig erteilen, weil erstmal eine Interimslösung da ist. Die Interimslösung muss aber auch genehmigt werden und wenn diese ganzen Verfahren nicht abgeschlossen sind, dann ist, wenn man das vor diesem Lichte betrachtet, die Aussage von Herrn Schumann schon korrekt. Aber letzten Endes kommen wir nicht voran. Ne? Guck dir mal. Also, wir sind jetzt bei Prüfbericht 10. Also, wir haben ihn ja noch nicht vorliegen. Wir warten jetzt auf diese, ne? 10 Prüfberichte, okay? Und immer wieder werden neue Sachen gefunden. Immer wieder. Wir sozusagen, da in dem Prüfbericht steht, ja, wir bemängeln jetzt XY, okay? Wir arbeiten daran. Nee, nicht ganz neue. Also es betrifft eine Treppenstufe, aber dann reicht eben der vorgelegte Nachweis nicht aus, weil noch eine beaufsichtliche Zulassung. Wie wäre es denn, wenn Sie das gleich im ersten Prüfbericht alles gefordert hätten? Ja. Sondern sie kommen dann immer mit der nächsten Scheiße und immer mit der nächsten Scheiße. Oh, jetzt hat er das wieder gemacht. Warte mal, was können wir denn noch finden? Jetzt ist es auf einmal die Horizontallast. Wir können ja da mal hingehen. Wir können ja mal jetzt mal gemeinsam zu der Treppe gehen und mal gucken sozusagen, warum diese Treppe nicht hält. Da lacht ihr euch tot. Also ich habe mich tot gelacht, als ich das erklärt bekommen habe. Guckt ihr das an. Es geht darum, das ist hier Granit, ne? Wie viel? 3 Zentimeter? 3,5? So. Ne? Es geht jetzt darum, dass nicht so lang das brechen und einstürzen könnte, okay? Sondern es geht um diese, guck mal, da passt gerade so ein Edding dazwischen. Um diese 17 Zentimeter. Jetzt könnte hier sozusagen auf der gesamten Länge der Granit so einbrechen. Okay, das ist jetzt die Unterstellung. Also wir reden hier immer von irgendwelchen, ja, es sind noch Forderungen offen. Das ist lächerlich, ist das. Ist es lächerlich? Es ist noch nicht offiziell nachgefordert worden, aber es war in einem Gespräch mit dem Prüfstand oder so. Ist es lächerlich oder nicht? Das ist doch lächerlich, ist das. Also diese Querstabilität finde ich aus fachtechnischer Sicht auch nicht nachweiswürdig. Boah, ja, drück dich noch diplomatischer aus. Das ist lächerlich, ist das. Ja. Aber wir haben doch inzwischen wir sind im Prinzip so weit, dass wir sagen, wir bauen das aus, weil es gibt keinen Nachweis, kein beaufsichtliches Prüfzeugnis für diese Granitstufe und es gibt einen Mangel an diesen Winkeln, den wir ja durch eine Verstärkung beheben wollten. Jetzt sind wir schon klein beigedreht und haben gesagt, wir bauen die alle aus und bauen stattdessen bauaufsichtlich zugelassene Gitterroststufen ein. Und das liegt Das liegt dem Prüfstatikbüro vor und muss jetzt noch entschieden werden. Und wenn wir dafür eine Genehmigung bekommen, dann würden wir das austauschen müssen. Und das finde ich persönlich eben auch schade, dass so eine etwas, sagen wir mal, von der Zulassungsnorm abweichende Lösung, die ja auch im Prinzip eure PR befriedigt und zu eurem Unternehmen passt. Ne? Aber das muss man jetzt nochmal richtigstellen. Oder einordnen. Er sagt, von der Zulassungsnorm abweichend. Das heißt aber nicht, dass sie nicht hält. Und das heißt auch nicht, dass man nicht rechnerisch nachweisen kann, dass sie hält. Okay? Wir haben das nachgewiesen. Natürlich. Nachweise gibt es. Ne? Nachweise wir können das nachrechnen. Da gibt es ein Tafelwerk. Da steht drin, was kann Granit? Zug, Druck, dynamisch, Schwingung, bla. Scheiße. Okay? Dann kann man das berechnen. Ne? Da gibt es einen Statiker, der hat das berechnet. Okay, und Heinz hat das überprüft und hat gesagt, ja, das hält. Sogar doppelt. Ne? So, also sozusagen, wir sind da noch nicht mal rangegangen an die Grenzwerte irgendwo oder so. Verstehst du? Aber es gibt halt keine bauliche Zulassung dafür. Und das heißt doch im Grunde genommen, sein Job ist obsolet. Ne? Wenn ich alles, was ich hier baue, ne, nur mit einer Zulassung bauen kann, ne, dann sein Job, das kann auch Metzger machen. Da kann ich mir einen Metzger suchen und der kann auch bei den Firmen die Zulassung und einen Ordner führen oder eine Bürokauffrau. Da kann ich mir einen Bürokaufmann besorgen, da brauche ich keinen Bauingenieur für. Wozu?
Wenn alles nur mit einer Bauzulassung. 4.000 Euro kosten die Stufen zu tauschen, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir die wir eingebaut haben, wegschmeißen. Ne? Also 10.000 Euro kommen da zusammen. Warte, die 10.000 Euro, die wären mir doch auch egal. Ich habe doch hier schon 25.000 Zwangsgeld gezahlt. Wenn ich die Stufen hier drin habe, kommt das Nächste. Das ist doch das, was ihr verstehen müsst. Dann geht's um den Handlauf plötzlich. Dann ist der Handlauf zu flatterhaft. Oder irgendwas. Das müsst ihr doch verstehen. An der Stelle, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt noch und dann ist es durch. An der Stelle waren wir schon 20 Mal. Ja, rein theoretisch hättest du die 25.000 Euro Strafe ja auch in die Änderung stecken können. Hab ich doch parallel gemacht. Aber es kommt doch immer wieder was. Was denkst du denn, was so ein Baugerüst da draußen kostet? Und das Baugerüst nochmal komplett abbauen und nochmal komplett aufbauen, das kostet auch Geld. Und das kostet auch jeden Monat Miete, das Baugerüst. Verstehst du? Es ist doch nicht so, als würde ich hier Kosten irgendwie scheuen oder irgendwas, okay? Das ist doch gar nicht der Fall. Aber du könntest doch deine Vorschläge, wie du es abändern würdest, dem Landrat zuspielen und die können sagen, okay, ja, mach das so, dann machst du es einmal und dann ist das doch... Das versuchen wir seit über einem Dreivierteljahr. Yes, genau! So sieht's aus. Weißt du, was die sagen? Die sagen, wir können ihnen nicht sagen, wie sie bauen sollen. Wir sind ja keine bauvorlageberechtigten Bauingenieure. Wir prüfen nur, was sie gemacht haben. Ja. Ja, so ist es. Das ist eine kafkaeske Situation, ist das. So empfinde ich das. Und dann bin ich das dickköpfige Kind. Boah. Also ich möchte auch das Statement abgeben. Ich halte die Treppe für keine Gefahr für Leib und Leben. Und ich leg meine Hand dafür ins Feuer, fachtechnisch, dass diese Treppe als erster Fluchtweg... Und der Statiker, wie heißt der? Nee, wie heißt der hier? Der Statiker, Herr auch. Der ist Berufsstatiker. Der legt seine Hand dafür auch ins Feuer. Er hat ja auch seine Unterschrift dafür gegeben und ich habe ihm das ja auch bezahlt. Er legt seine Hand auch dafür ins Feuer. Und ich auch noch, sozusagen. Ich habe zwar keine Fachexpertise zugegeben, nicht? Aber ich lege ja sozusagen, hafte ja auch noch dafür. Ne? So, darf man doch mal sagen, oder nicht? Ja, klar darf man das sagen. So, jetzt gehen wir wieder zurück und hören uns und lassen uns noch ein bisschen beschimpfen vom Landrat. Die Treppe, die er ja viel zitiert und wo er drauf rumturnt und wo auch viele Leute hoch und runter gehen, es sollte eine Stahlbetontreppe sein. Stahlbetontreppe heißt, außen ist nur Beton, innen ist Stahl eingewebt, fertig. Und da war das Problem, er hat wieder was anderes eingebaut, eine Stahltreppe, hat da jetzt Platten draufgepackt, geklebt. Und das kennen die deutschen Behörden nicht als Treppe für einen Raum, der auch... Was heißt das, Heinz? Das kennen deutsche Behörden nicht. Dieses System, auf einen Winkelrahmen aus Stahl eine Granitstufe zu kleben, das ist nicht keine standardisierte, übliche Ausführungsvariante. Okay. Das muss man so sagen. Das sagt ja aber nichts über die Haltbarkeit aus. Nee. Und über die Tragfähigkeit. Unsere Entscheidung damals mit dem erstellenden Statiker war ja, dass wir ein Verbund herstellen zwischen der Granitstufe und dem Metallrahmen mit einem Polymerkleber. Genau. Und dann kann man das auch nachweisen, diesen Nachweis gibt es, dass die Lasten, die anzusetzen sind, davon getragen werden. Aber dann braucht es, um eine Abnahme dafür zu bekommen, braucht es für die Granitstufe eine bauaufsichtliche Zulassung, denn da haben wir nur Spannungswerte angenommen. Was heißt Spannungswerte angenommen? Belastbarkeitswerte. Woher haben wir die gehabt? Aus den einschlägigen Äußerungen von Steinproduzenten. Und da gibt es auch Abhandlungen darüber. Da haben sie auch Tafelwerk. Haben sie auch Universitäten damit beschäftigt. Ja. Ne? Und der Kleber ist ein ganz normaler, handelsüblicher Kleber, den man normal im Baustoffhandel kaufen kann. Der hat doch eine Zulassung, oder? Der Kleber, den wir verwendet haben, hat eine Zulassung. Einmal frei, okay. Im Prinzip kann das Prüfstatikbüro eben mangels dieser Materialeigenschaften, die Nachweisbarkeit der Materialeigenschaften, es hat eben keine Laboruntersuchungen dazu gegeben, keine allgemeingültigen. Mhm. Und das ist ja auch ein gewachsener Rohstoff. Granit ist ein gewachsener Rohstoff. Aber das ist Holz ja auch. Das Holz auch. Und jeder Baum ist doch auch irgendwo. Ja, das stimmt. Genau. Anders. Also letzten Endes
können wir nicht den Nachweis führen. Es gibt zwar eine Berechnung, aber dieser Berechnung wird nicht geglaubt oder nicht so weit geglaubt, dass sie für den ersten Rettungsweg reichen würde. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt folgende Frage. Wenn Sie das wollten, das Prüfstatikbüro, ne, könnten Sie die Treppe durchwinken? Ob das geht, weiß ich nicht. Natürlich könnte das Prüfstatikbüro sagen, ich gehe mit der Berechnung, die der Herr gemacht hat, mit. Genau. Na klar können die das. Ja. Ne? Aber das bedeutet eben, dass das Restrisiko, was in den Materialdifferenzen liegt, ne, dann zum Teil auch vom Statikbüro zu tragen ist. Der kann 2 Kilonewton oder so, ja, der Granit. Ne? Mhm. Wir haben aber ja sozusagen weniger angenommen, nicht wahr? Also das heißt sozusagen, wir haben ja nicht an die Grenzbelastung des Granits, gehen wir ja gar nicht mit der Berechnung. Nein, nee, es gibt eine Spanne von bis. Wir haben ja im Prinzip die niedrigschwelligst gerechnet. Ne? Genau. Der Granit könnte eigentlich mehr. Ja. Ne? Das heißt, wenn du jetzt in der Mitte mit 2 Kilonewton draufstehst, könntest du wahrscheinlich auch mit 4 Kilonewton draufstehen, ja, würde immer noch nicht brechen. Genau. So. Und vielleicht könnte man ja auch sagen, wir machen einfach einen Versuch. Wir nehmen die Gewichte, die man normalerweise nimmt, um Aufzüge zu testen beispielsweise, die stellen wir jetzt da alle drauf, und zwar mit der dreifachen Überbelastung. Ja. Und wenn es dann hält, dann hält. Ja. Aber so einen Weg sind wir bisher nicht gegangen. Das würde dann auch immer nur eine Einzelfallprüfung sein. Den hätten wir natürlich gerne. Ja. Ne? Den würden wir gerne gehen, aber den gehen Sie nicht mit uns. Der fordert eine Einzelfallprüfung laut Prüfstatikbüro. Und hätte es von Anfang an so beantragt und dann erst gebaut nach der Genehmigung, wäre das ganze Zinnova, diese ganze Hitzendebatte, alles nicht gekommen, weil er hätte einfach machen können und so gebaut, wie er es wollte, wie er es genehmigt bekommen hatte. Und dann wäre das Ganze hier nicht notwendig gewesen. Also dann wäre halt, wie gesagt, dann würde diese Halle hier noch nicht stehen. Ne? Also es gibt Beispiele hier aus dem Landkreis mit dem gleichen Prüfstatikbüro, wo die Überprüfung der eingereichten Statik 1 Jahr und 7 Monate gedauert hat. Da wäre hier noch nichts und ich wäre insolvent. Also diese Option, die gibt es nicht. Wir haben etwas beantragt, nicht wahr? Erst haben wir Ewigkeiten rumexerziert. Wir haben ja erst sozusagen hier geplant. Dann haben wir Ewigkeiten rumexerziert mit der damals noch Landräte, ne? Dann gab es eine Kommunalwahl. Dann hat er hier gesagt, wenn ich Landrat werde, kriegt er seine Baugenehmigung. Nicht wahr? Dann wurde sie abgewählt, er wurde gewählt und er hat abgeliefert. Er hat mir eine Baugenehmigung hierher gebracht. Nicht wahr? Aber das hat ja alles sozusagen Ewigkeiten, ewige Prozesse. Und in der Zwischenzeit hat sich unser Geschäft aber verändert und vergrößert. Okay? Und wir konnten jetzt auf einmal nicht mehr so bauen, wie wir vor 3 Jahren mal irgendwie geplant haben und eingereicht hatten. Und wenn ich neu geplant hätte und eingereicht hätte, dann hätte es wieder Jahre gedauert, bis ich hätte bauen können. Und in dieser Zeit hätte sich mein Geschäft wieder verändert. Kriegst du es noch? Ja? Diese Situation, die er hier beschreibt, wie, hey, Meister, übrigens, ich wollte Folgendes einreichen, guck mal drauf, geht das so? Und der Landkreis sagt, ja, geht so, alles klar, und ich leg los, ne? Das ist vielleicht in seiner Welt irgendwo, findet das vielleicht statt, aber nicht in der Realität. Ich finde, der Detailgrad, mit dem diese Sachen geprüft werden und nachgewiesen werden müssen und so weiter und so fort, ne? Da ist Nutzen und Aufwand stehen nicht mehr in einem, also, wahrscheinlich kann der Landkreis oder diese Behörde gar nicht aus ihrer Haut. Sie muss das hier prüfen, ne? Aber das ist sozusagen für alle Beteiligten ist das scheiße, weil sie gar nicht in der Lage sind, das zeitnah zu leisten. Das liegt daran, dass wir in unserer Gesellschaft irgendwie immer zentralistischer denken. Wir werden immer zentralistischer, ne? Also unser Bundeswirtschaftsministerium ist eigentlich mittlerweile ein Planungsbüro, das uns sagt, was die nächste Zukunftstechnologie ist. Und das empfinden wir nicht im Markt, das wird nicht im Markt gefunden, die Antwort darauf, was die Zukunftsenergiequelle ist, sondern das findet Herr Habeck mit seinen Beratern. Und genauso sieht's beim Bauen aus, nicht wahr? Also wir dürfen nicht mehr sozusagen innovative Lösungen vorstellen und selber berechnen und nachweisen, okay, nach gängigen Regeln, sondern uns wird eigentlich vorgeschrieben, wir haben nach System zu bauen. Wie zu DDR-Zeiten. Und diese Mentalität, die führt zu immer mehr Auflagen, immer mehr Problemen, die irgendwie aufgearbeitet werden müssen. Und darum stapelt sich im Landkreis die Scheiße. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir unser Wohnungsproblem, unseren Wohnungsmangel nicht richtig in den Griff kriegen. Oder es ist ein wesentlicher Parameter, der dazu führt. Und warum auch der Baukostenindex explodiert.
Das kostet ja auch alles Geld. Diese ganze Planung, dieses Warten, diese ganze Dreckscheiße. Man wird dazu gedrängt, ne? Man wird zu diesen vorhandenen bauaufsichtlich zugelassenen Lösungen gedrängt. Ne? Es gibt keine individuellen Entscheidungen mehr. Zumindest haben alle Beteiligten vor individuellen Lösungen Angst. Und das, ne, führt am Ende sozusagen, dieser Wust an Regulation, der führt am Ende dazu, dass wir 20 Jahre brauchen, um einen Flughafen zu bauen. Ich hatte gehofft ja auf diesen Termin mit dem Landrat, den er abgesagt hat. Wir haben schon seit wieder vielen Monaten nichts von ihm gehört. Und trotzdem produziert er weiter Videos. So, das ist doch einfach Bullshit. Also das ist halt einfach wirklich BS, weil wir es halt nachweisen können. Ne? Also wir können nachweisen, und das ist ja nur der postalische. Das sind jetzt nur irgendwelche Nachweise, ne, die zum Teil viele Seiten dick sind. Warum übrigens mit der Post? Das ist auch so ein Ding. Ne? Der Landkreis hat für viel, viel Geld das Bauen 2.0-Portal ins Leben gerufen, auf dem Leute wie Heinz Polzer, Bauvorlagerechtliche Bauingenieure, eigentlich digital Nachweise hochladen können. Aber in unserem Fall gibt es einen Sachbearbeiter in der unteren Bauaufsichtsbehörde, der sagt, nö, falls ich mal Stromausfall habe, nö, ich arbeite nicht so gerne mit diesem digitalen, dieses Internet, das wird sich sowieso nicht durchsetzen. Ich möchte gerne alles schriftlich haben. Ist es so, Heinz? Es wurde gefordert, alles... Und das darf der fordern. Ja. Der kann das sagen. Der alles Landkreis gibt Kohle aus für digitale Lösungen und da darf irgendein Sachbearbeiter sagen, nee, ich hätte gern Papier. Okay, so. Und deswegen, weil das so ist, haben wir dann also hier sozusagen jetzt mal die Liste dessen, wann wir was eingereicht haben. Und hier sieht man, dass das sozusagen seit August, also er sagt ja mehrere Monate hätten wir nichts, seit August haben wir hier, was weiß ich, 10 Einträge, in denen wir irgendwelche Statiken, irgendwelche Nachweise, irgendwelche Zeichnungen, irgendwelches Zeug eingereicht haben zur Prüfung. Also, dass da nichts gehört wird oder so, ist einfach, ja, ich muss sagen, ist eine Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Punkt. Und das ist ja nur der offizielle postalische, was wir an Telefonaten im Prüfstatikbüro haben, jeden Tag. Was wir an E-Mails haben mit irgendwelchen Sachbearbeitern für Branchen, so hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Das ist ja hier, das ist ja hier gar nicht drin. Das ist ja im Grunde genommen hat Heinz schon doppelt so viel gearbeitet, wie ich ihm eigentlich mal bezahle. Das ist kein einträgliches, dieses Gebäude hier war für ihn kein einträgliches Geschäft, ne? Darum muss man sagen. Er nutzt die Fläche, muss dafür Zwangsgelder zahlen. Viele tausend Euro, wo ich denke, das ist doch vergebenes Geld, das könnte doch viel besser in sein Gebäude stecken. Wir haben, und ich auch persönlich, in mehrere Gespräche angeboten, die er dann immer nicht wahrgenommen hat, also nicht hier war, abgesagt hat. Und da geht es nicht darum, dass ich dann mit ihm nicht sprechen will. So, also tut mir leid. Es tut mir leid, aber das ist ja auch nicht, das ist einfach die Unwahrheit. da gibt es auch nicht viel anderes zu sagen. Das ist einfach die Unwahrheit. Es gab einen Fall, das war noch ganz am Anfang. Ich glaube Anfang diesen Jahres. Er hat mich zitiert kurzfristig in den Landkreis, in die Malzfabrik nach Grevesmühlen zitiert. Kurzfristig, okay? Und da haben wir gesagt, ich kann leider nicht, weil ich habe hier eine Schafschuhe. Aber ich komme an einem anderen Tag. Oder komm doch du und bring, ich habe ein Bierchen hier. Kommst du nach der Schafschuhe, da bin ich voll mit Dreck und dann setzen wir uns hin und dann unterhalten wir uns nett oder sowas, nicht wahr? Das war alles nicht sozusagen. Das war das einzige Mal. Und seitdem habe ich immer wieder versucht, ihn zu erreichen. Habe ich immer wieder versucht, ihn anzurufen. Ich habe ihm auch einen Katalog zugeschickt von unserer Herbst-Winter-Kollektion und eine Karte reingelegt, okay? Ich habe versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Über den Unternehmerverband, über verschiedene... führt gar keinen Weg hinein. Und er hat, wie gesagt, meine Nummer, warum hat er denn meine Telefonnummer blockiert? Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Es ist ja die Frage, wo gehen all diese Nachrichten hin, wenn bei ihm anscheinend nichts ankommt? Also pass auf, so ein Landrat ist ja ein vielbeschäftigter Mann. Der hat natürlich sehr, sehr viel zu tun. Nicht wahr? Der hat viel zu tun. Und ich bin da so ein kleines, Gott sei es gedankt, sozusagen ist unser Fall so ein kleines Licht von tausenden und viel größeren und wichtigeren Belangen, mit denen sich unser Landrat zu beschäftigen hat. Nicht wahr? Deswegen, ich will ja gar nicht, um Gottes Willen, dass ich da irgendwo im Fokus bin oder so. Nicht wahr? Wenn er aber nicht in der Sache drinsteckt, dann muss er das halten. Oder nicht? Dann kann er nicht herkommen und irgendwie mit Mangelinformation hier irgendwie das irgendwie so darstellen, als wenn der Landkreis hier versucht, doch mir die Hand zu reichen und die Sache zu lösen und ich bin das trotzige dumme Kind und will das alles nicht. Okay? Wenn er nicht informiert ist, muss er den Mund halten. Wenn er informiert ist und erzählt solche Unwahrheiten hier, dann weiß ich nicht. Dann habe ich ihn nicht kennengelernt. Ich habe ihn so nicht kennengelernt, ehrlich gesagt. Er ist ein Landwirt.
Ne? Er hat selber einen Betrieb. Der war, wie ich ihn kennengelernt habe, ein grundsolider Typ. Ich habe ihn auch gewählt. Ich will mit ihm einfach das erörtern, wo es aus meiner Sicht hakt. Wo er seine Fachleute ransetzen muss, wo sie nachbessern müssen. Also er will uns erklären, wo es hakt. Habe ich das richtig verstanden? Wir wissen schon, wo wir nachbessern müssen. Das wissen wir. Aber das ist so einfach nicht. Deswegen hat der Landkreis ja jetzt auch angestrebt, einen Termin mit den beteiligten Prüfinstanzen zu machen. Das war also das, was unser Landrat irgendwie dazu zu sagen hat, zu dem Thema. Irgendwie, ja, wie gesagt, ich finde es total richtig und total folgerichtig und konsequent, dass die Seite, dass er sich darüber äußert. Das war ja sozusagen eigentlich ein Problem, dass die sich immer gar nicht geäußert haben irgendwie zu dieser Sache. Deswegen, wie gesagt, ich finde es gut, dass er sich geäußert hat. Aber wir müssen unbedingt bei der Wahrheit bleiben in allen, irgendwie in diesen Dingen. Ansonsten verzerren wir hier den Dialog. Und ansonsten kommt es so rüber wieder, als wenn der Unternehmer irgendwie sich irgendwelche Vorteile verschaffen will oder irgend so ein Bullshit. Wie wäre es dann mal, wenn er meinetwegen auch nicht mit mir persönlichen Kontakt haben will. Aber wie wäre es denn, wenn er einfach öffentlich sagt, pass auf, Marco, die 3, 4, meinetwegen 5 Dinge, die musst du machen und umsetzen und dann ist fertig. Und dann machen wir diese 5 Sachen und dann können wir nämlich diese Situation demaskieren. Weil dann ist nämlich nicht fertig. Dann sind die nächsten 5 Sachen. Mein Wunschszenario wäre, es gäbe einen Prüfbericht, in dem steht, die Treppensituation ist in Ordnung. Wir folgen der statischen Berechnung des Büros Statik Last. Na klar. Wir akzeptieren als Interimslösung die Außentreppe. Und durch diese beiden Dinge, es gibt also 2 Rettungswege. Wir akzeptieren das Entrauchungsfenster, mit dem der Wehrführer, der Feuerwehr Züso, happy ist. Wenn der muss retten, also folgen wir seiner Argumentation, ja, und sagen, ist in Ordnung. Es gibt also 2 Rettungswege und damit ist die Gefahr für Leib und Leben weg. Das wäre mein Wunsch. Und dann hat sich das alles erledigt. Und dann wünsche ich mir einfach, dass der Landrat nochmal hierher kommt irgendwie und wir gehen hier durch die Halle. Ich zeige ihm, was wir hier für tolle Produkte machen. Wir gehen mal raus, streicheln irgendwie ein Schaf und kommen wieder auf eine Linie miteinander. Trinken Bier, gucken uns tief in die Augen, reaktivieren unsere Bromance und gut ist das. Weil ich möchte ja hier gerne weitermachen. Okay, wir sind ja jetzt schon, die Halle ist, ihr seht, es ist voll. Wir können diesen Raum sinnvoll füllen, okay? Wir brauchen wieder Platz, okay? Und da drüben ist noch eine Scheune, ne? Das jedenfalls wäre mein Wunsch für die Zukunft. Eine Nutzungsuntersagung muss erteilt werden, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn Gefahr für Sachen besteht. Und wenn dieser Umstand nicht mehr, also aus objektiven Gründen nicht mehr gegeben ist, dann sollte man die Nutzungsuntersagung aufheben. Und das ist schon lange so. Und wir sind eben der Überzeugung, dass die Aufrechterhaltung der Nutzungsuntersagung jetzt nicht mehr gerechtfertigt ist. Ne? Ja. Und es wäre der Wunsch, dass wir zu einer Aufhebung der Nutzungsuntersagung kommen. So, tschüss.